Hey, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Und jetzt müssen wir weiter nach Jaffi suchen, um an unsere Materia zu kommen. Aber hier bin ich falsch. Deswegen gehen wir nach oben. Erstmal gehen wir weiter nach oben. Hier gibt's auch nichts, so wie es aussieht. Richtig. Das heißt, ab in die Höhle. Gib mir die Kiste. Okay. Oh my goodness. Ey, da platzt mir gleich ein Ei. Da platzt mir doch gleich ein Ei. 66. Boah. Alter Schwede. Was geht denn hier ab? Boah. Zeig ich dir. Boah. Hier ist kein Durchkommen. Die Flammen verwandeln uns sofort in knusprige Hähnchen. Okay, dann bin ich hier doch falsch. Da muss ich wieder zurück ins Dorf. Ach, das kann doch nicht sein, ey. Da hab ich doch alles abgesucht, oder? Nicht? Genau, schöner Angriff von hinten. So muss das irgendwie sein. Ja, weißt du das? Oh mein Gott. Hau ihm eine rein jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ist doch gut. Oh Mann. Ich gehe mir ein wenig auf die Eier. Ich will jetzt einfach nur noch hier raus und zurück in die Stadt. Und dann wollen wir mal gucken. Irgendwo muss die ja rumrennen. Aber wo? Das ist hier die goldene Frage. Vielleicht bringt das was, wenn ich mit ihr hier rede? Ist ja schon gut, ich weiß. Auf der Seite des Berges, direkt vor dir ist da Ciao. Ich habe gehört, du kannst bis nach oben klettern. Was, seit das gefährlich ist, würde ich an deiner Stelle gewaltig aufpassen. Ein Mädchen mit Materia? Nein, schon seit längerem ist niemand auf da Ciao geklettert. Okay, also ist sie nicht da hoch. Das hätte ich vorher mit der Kurzen gequatscht, hätte ich das gewusst. Wo ist die denn jetzt, mein Gott? Die muss doch hier drin sein. Ja, hatten wir schon. Ja, ist doch gut, mein Gott. Mann, wo ist die denn? Hast du die gesehen? Wassergott? Ja, der Wassergott. Ja. Aha, heutzutage. Ja, boah, ja, ist mir eigentlich Wurst. Ich will nur Jaffi finden, Mann. Oh, ich flipp da aus. Wo ist die denn? Wenn ich das noch wüsste. Ja, ich weiß, ihr seid völlig ausverkauft. Ja, Mann. Haben wir doch alle schon. Oh, ich dreh gleich durch. Oh, ja. Mein Gott, das kann doch nicht sein. Wo ist die denn jetzt? Das macht mich fertig. Oh nein, noch mehr komische Typen. Ah, ich weiß, wo sie ist. Nein, die sehen nicht so aus wie die... Vorher da war. Doch, klar, ich war, hä? Aber sie sehen auch komisch aus. Ja, aber ich glaube, ich weiß, wo die ist. Komm mal da raus. Da! Ha! Twa! Zack! Oh, mein. Oh, ist die fix? Gibt's ja gar nicht.
So, und jetzt weiß ich, glaube ich, auch wieder, wo sie ist. Ja, genau. Zack, da. Haha, erwischt. Bam! Immer schön auf den Topf. Tja. Jetzt hast du verkackt. Kannst nicht weglaufen, Jaffi. Na gut, ich weiß. Ich hatte Unrecht. Du hast gewonnen. Ich gebe dir deine Materie zurück. Na, das wird nix. Die verarscht uns wieder. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Deine Berichte trafen also zu. Er macht hier tatsächlich Ferien. Endlich haben wir ihn gefunden. Hol die Turks zur Unterstützung. Was für ein Ärger. Hm? Was war das? Wir haben Dienst frei und rennen nicht einfach los, um euch zu helfen. Wir wissen, dass ihr Dienst frei habt, aber... Wenn du das weißt, dann lass uns in Ruhe. Dich anzusehen nüchtert mich schon aus. Befehl vom Hauptquartier. Ihr müsst auch nach ihm suchen. Na gut, das reicht. Wir kriegen ihn auch ohne euch, Turks. Ihr werdet schon sehen. Glaub bloß nicht, dass die im Hauptquartier da nichts davon erfahren. Reno, glaubst du wirklich, dass das so eine gute Idee war? Ich meine, würde ein professioneller Turk so reagieren? Elena, versteh mich nicht falsch. Ein Professioneller opfert sich nicht für seinen Job. Das tut nur einen Narr. Rude? Also das nehme ich dir nicht ab. Auf Wiedersehen. Entspann dich. Sie ist kein Kind mehr. Lass sie einfach machen. Ich weiß, die Materia stimmt's. Ich habe sie an einem sicheren Ort untergebracht. Folg mir. Das höre ich schon, seit ich klein war. Bevor ich geboren wurde, gab es in Wutai mehr Leute. Und der Ort war wichtig. Du hast gesehen, wie es aussieht, nicht wahr? Nur ein Urlaubsort. Nachdem wir den Krieg verloren hatten, kam der Frieden. Aber damit verloren wir etwas anderes. Schau dir Wutai jetzt an. Deshalb, wenn ich viel Materie hätte... Könnte ich... Hör zu, Jaffi. Die Geschichte von Wutai und deine Gefühle sind uns egal. Du hast unsere Materia. Und wir wollen sie jetzt zurück. Wenn du sie uns jetzt zurückgibst, vergessen wir das Ganze. Ich weiß... Das weiß ich. Der... Schnief, Schalter. Der Hebel links. Materia, Schnief, da drin... Oh, das kann nur schief gehen. Ich glaube, da ist egal, wen ich ziehe. Wenn ich den linken ziehe, sagt sie, haha, ihr habt mir vertraut, ich habe euch wieder verarscht. Wenn ich den rechten ziehe, ihr habt mir nicht vertraut. Das war's, ich wusste es. Vertrau niemandem einfach so, die Materie gehört mir, Pech gehabt. Du willst deine Materia? Such sie doch selbst. Ja, das stimmt. Und wenn du nach Materia suchst, denk dran, du musst sie stehlen. Stehlen. Ist doch gut, oder? Hab dich. Okay, mach wieder hoch.
Jetzt? Die hat die doch bei, oder nicht? Ich meine, die hat die bei. Ja. Ah, oh, super Urlaub. Diese blöde Kuh. Weißt du das? Ach ja. Jetzt dürfen wir, glaube ich, oben auf dem Berg, wenn ich mich nicht vertue. Genial. Warte mal, hier können wir, glaube ich, pennen, wenn ich mich nicht vertue. Nee. Was war das denn? Brauche ich überhaupt? Ja, wäre nicht schlecht. Gehen wir eben da hoch zum Schlafen, dann gehen wir zurück. Ich glaube, dann gehen wir mal den Berg hoch. Weil ich glaube, jetzt muss ich wirklich dahin. Toll. Ganz super Urlaub. Na, mal auf. Ja, willst du Pause machen? Ja, machen wir mal. Müssen wir ja. So. Ausgeruht, alle frisch. Jetzt können wir weiter. So. Auf geht's. Jetzt müssen wir mal mit der Kurzen quatschen. Die wird uns ja wahrscheinlich sagen, jetzt, dass da jemand hochgerannt ist. Also ich weiß, ich habe gehört, du kannst nach oben gewaltig aufpassen. Ein Mädchen mit Material, dann schon. Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Ist sie nicht da hoch? Ich gehe mal hier rein. Die sitzen immer noch hier. Wir haben Dienst frei. Ich habe keine Lust mit euch zu trinken. Sprecht mich nicht mehr an. Wir haben Dienst frei. Ich habe keine Lust mit euch zu trinken. Also sprecht mich nicht mehr an. Wir haben Dienst frei. Ich habe keine. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ach ja. Jetzt frage ich mich, wo wir hin müssen. Hier vielleicht. Nein, geh mal, geh da weg. War die vorher auch schon hier? Aber du keine Materie mehr. Außerdem. So. Machen wir mal speichern und dann wieder da hochgehen. Speichern. Perfekt. So, jetzt machen wir den ganzen Weg nochmal. Die ganze Scheiße da. Gucken, was hier los ist. Kann ich hier schon rechts? Nein. Okay. Hier links vielleicht? Nein, auch nicht. Okay. Verdammt. Jetzt immer schön auf die Augen. Versuff. Zack. Ah, das war super. Sid, was ist mit dir los? Digga, was ist mit dir los? Das ist eine fette neue Lanze und du triffst nicht, du alter Schwachkopf. Aber Tränke gibt's hier ohne Ende. Ich gehe trotzdem hier mal nach links. Hier ist aber nichts. Dann gehen wir hier hoch. Gehen hier nach links. Ja, genau, wir gehen hier nach links. Da, das ist da, wo der Daumen rechts ist. Hier lang. Gehen wir hier erst runter wieder. Das ist genauso wie gerade. Hier ist aber nichts. Na super. Die. Kenne ich glaube ich noch gar nicht, oder? Sind das die. Boah, was haust du denn für ein Damage raus, du krankes Schwein? Oder war das ein kritischer Treffer? Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, war ein kritischer Treffer, okay. Hat das vielmehr gerade über 100 MP abgezogen?
Wie krass ist das denn? Scheißvieh. Aber ich glaube, hier bin ich schon wieder nicht richtig. So. Nein, da komme ich nicht lang. Kann doch nicht sein, verdammte Scheiße. Es kann durchkommen. Ja, bla 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 bla. Kann ich da. Sag mal, wo muss ich denn hier hin? Jetzt vielleicht hier hoch oder was? Nein, auch nicht. Das kann doch alles nicht sein. Darf ich schon wieder runter ins Dorf? Ich werde bekloppt. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt aber wirklich eigentlich gedacht, dass ich da hoch muss. Ey, was ist denn mit dir los? Er haut andauernd daneben, die alte Pappnase. Hier raus. Oh mein Gott, ey, jetzt kommt das aber im Sekundentakt, kann das sein? Oh, drei von den hässlichen Viechern hier. Oh, toll, jetzt dürfen die zuerst sein. Nee, doch nicht. Mach weg. Bitte. Jawohl. Nein, du machst das Limit jetzt definitiv nicht. Oh, mach doch hin, da. Ja, ja, quatsch mich nicht voll. Gib ihm Saurus jetzt. Perfekt. So muss das. So muss das. Jetzt mal zum Turm, würde ich sagen. Aber vorher hat das Elend für heute ein Ende. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Ciao.